Hey. Ich muss da wieder hin. So. Das ist, wo ich gerade raus bin. Das ist bei euch gerade gebaut. Also, nur nebenbei, meine Freundin ist gerade hier. Die hier ist absolut da, so ein Profi von manchmal. Ich hatte vor, das, was jetzt quasi Holz ist, daneben Glas zu setzen. Also außen. Auf beiden Seiten. Hier ist die Brücke. Hier unten ist Wasser drunter, halt. Das wird durch was. Hm. Mein Dach wird auch fast fertig. Warte mal, wo hab ich denn mein Zeugs? Hier liegt zumindest. Ah ja, alles gut. Ist doch alles da. Oder die Idee war, hier so einen kleinen Bogen reinzusetzen aus Holz. Ich habe ja den Mann ein Haus. Ja, ja, das habe ich ja gerade wieder bekommen. Ich war ja nur gestorben. Also wie gesagt, ich habe auch alles. Also in dem anderen Haus ist quasi das hier. Doch, ist noch drauf. Da. Das Dach drauf. Und hier ist zumindest mal alles, was hier so rum braucht. Also Abfangstruhe, Herstellungskisten. Wir sind vier Leute. Na, jeder hat seine eigene Kiste in seinem Haus normalerweise. Einfach so. Ja, warte mal. Drüben. Ich hab die aufgemacht jetzt mit L2. So. Bei dem Haus habe ich Druckplatten davor, bei dem anderen nicht, aber ich habe es trotzdem mit L2 gerade aufgemacht. So. Was ist jetzt? Wie willst du denn das Fenster? Ich hatte jetzt erstmal, wie gesagt, überlegt, hier ein bisschen eine Glasfront quasi zu machen. Genau. Welchen Punkt? Ja, die Außenlinie hier. An das Holz ran, so quasi. So ein eingezäunter, eingeglaster Bereich. Oh Gott, Profi am Werk. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich hab. Ja. Grüß sie doch mal ganz lieb von mir. Liebe Grüße von Markus. Ja, wie gesagt, außen an dem Holz lang. Keine Erwiderung. Die ist jetzt gerade im Minecraft-Modus. Sie ist jetzt quasi bei mir am Controller. Also jetzt gerade aktuell spiele ich nicht. So. Was? Nein, du tötest hier nicht irgendwelche Leute. Das ist mein Part. Aber. Direkt an das Holz dran, eigentlich quasi. Geht es nicht, okay. Es kann aber tatsächlich, ja gut, dann geht's halt so. Anders, nicht anders. Der Trockner, ja. Was ist? Am Anfang schon. Ja, hör auf zu meckern. Hör auf damit. Pack den Bogen wieder weg. Wir haben was? Hä? Wir haben hier was? Ich hab nur gesagt, soll den Bogen wieder wegpacken. Weil Markus eigentlich denkt, da vorne so in der Schussbahn steht. Der hängt da aus seiner Fassade dran. Nur abbauen. Ja, aber du. Abbaut und baut aus den Steinen dann quasi Steinwerkzeug. Dann wieder mit Erde auffüllen. Quasi die Lücken. Ja, kommt auch. Weil ich weiß nicht, wie dann. Hör auf da. Ich kann es nicht. Ich kann jetzt nichts dafür aufhören. Hör jetzt auf, um mich den Krieger anzufangen. Der hat einen Helm auf, verdammt. So viel passiert. Hm.
Nein. Ich hab einen Helm auf, ja, eh, ja, schon passiert alles. Ja, ich würde da erstmal Steinhauptmeise abbauen. Okay. Pass auf, das hier. An meinem Häuschen und meinem Berg hier wird nichts abgebaut. Quasi das, was ihr doch, wir lassen das alles zusammenstürzen. Das gegen die Physik von Sigmar. Ich wollte gerade sagen, es ist kein Sekt. Weiß ich nicht. Markus hat an dem Berg rumgearbeitet. Einfach schon zu. Du greifst jetzt nicht mit dem Bogen. Ich habe die Kontrolle gerade verloren vom Spiel. So, ab sofort ist das nicht mehr mein Projekt. Abgelöst. Ja. Geh wieder zu deinen Projekten. Hä? Geh wieder zu deinen Projekten. Nein. Wie gesagt, ab jetzt kann ich nichts mehr. Für nichts mehr. Da war eine Höhle drin, ja. Da ist ein Spawner drin, glaube ich, irgendwo, weil da ständig irgendwelche Feinde rauskommen. Ich glaube, dann war das genau deswegen, hat er das zugemacht. Damit nicht alle da rauskommen. Das hab ich jetzt gerade. So gut, da drüben ist dein Star. Da. Schatz, pack das Dynamit weg. Beides. Ich stell mir das links ist meins. Es schafft einfach eine Axt zu machen, aber es schafft TNT zu produzieren. Wenn es um Sprengen geht, bin ich groß. Da bin ich dabei. Ich bin groß. Vor allem die Schüssel. Wir haben kein Dynamit, das war ein Spaß. Aber wir können es aber machen. Was brauchen wir? Schießpulver und... Viel Spaß beim Creeper-Jagen. Mann! Er baut denn so eine Kacke da zusammen? Ja, ich. Da ist doch jemand, den wir sterben. Ich will ja nichts sagen, aber du baust hier irgendwas falsch, ne? Also. Hä? Naja, alle haben Rüstung an, nur du bist hier da Vollnoob, der noch nicht hat. Ja, ich bin halt ein Vollnoob, der nicht hat. Das ist halt so. Verdammt! Das Schild, das. Hä? Hast du das Schild nicht gesehen? Yeah. Die Tür? Das ist Kunst. Das habe ich jetzt gerade gesehen. Aber ich hatte in einer Folge, habe ich auch Spaß dran gehabt, alles einfach zu beschildern. Da hängen überall irgendwelche Schilder. Da sitzt der Hund und da steht ein Schild drüber, Hund. Das wird nicht. Ladies and Gentlemen, willkommen zur Show. Kev wird von seiner Freundin geroastet. Passiert. Was willst du jetzt? Was meckerst du jetzt wieder hinten rum? Miteinander Namen einfach. Gedisst! Nicht weg. Gedisst! Passiert. Wir haben eine Fackel, damit wir die Insel finden können. Yeah! Weil er weggeht. Alle paar. Das machen wir schon noch. Wir können. Wir brauchen jetzt nicht hier. Wir können das wie ein Hänsel Gretel machen. Geht das mit Brot? Ist das mit Markus aus? Markus, ich mag's. Meinst du, achso, du willst die Dinger da wegsprengen, die. Meinst du wegen dem Holz? Ja, ey, guck mal, da oben steht ganz viel mit Holz und Glas und alles drum und dran, das könnten wir wegbauen. Kommt der Markus nachher wieder von der Kunde, du hast dein Haus erstmal weg. Also, ich verteidige dein Haus mit, wenn du dich verteidigen willst. Ihr geht alle drei auf Erkundungstour, ich baue hier noch ein bisschen Material ab. Hör auf jetzt! Jetzt hast du irgendwie Krieg angefangen, jetzt hör auf damit! Geht an eure Projekte bauen, ja! Nee! Der ist nicht mein Kampf, ist mir egal! Ist weg! Schatz, ab! Weg! Nee, aber ich will dir gerade irgendwie ein bisschen eigentlich. Ich glaube, es geht um den Stein. Ja, aber nicht an meinem Hügel hier. Ja, dann gehen wir woanders hin und Steine bauen. Wo soll ich ein anderes
Keine Ahnung. Na, komm mal mit hier, sie sollen mir mal folgen. Da drüben. Ja, folg mal bitte dem Markus gerade. Der zeigt dir, glaube ich, wo Stein ist. Komm mit. Der hat nachts Augen für andere, vergiss es. Hier runter kannst du Stein abbauen. Da unten kannst du Stein abbauen, da unten. Da ist ganz viel Stein. Ja, klar geht das, wir haben ja mit. In dem ersten Haus vorne. Die Grundausrüstung. Aber ich baue mir doch nicht extra ein Haus auf dem Hügel, damit sie mir dann den Hügel wegbaut. Ich will aber nur das Haus da. Aber so schwebend in der Luft. Ich weiß gar nicht, geht das überhaupt? Ja. Wir bauen nachher den Hügel ab. Ich habe erst letztens wieder ein Video gesehen, dass sogar manchmal Konstrukte vom Spiel in der Luft erstellt werden. Also in der Luft hängen. Bei der Seed-Erstellung. Kann man auch noch überlegen, weil ein Haus unter Wasser bauen, ja. So Atlantis unter Atlantis, aber du weißt nicht, wie lange. Geht ihr auch mal mit mir schlafen? Nee. Doch. Ab ins Bett mit euch, sonst gibt's kein Abendessen. Puh, ich esse sowieso nichts. Hm? Ach, Schatz, zocken kann ich jetzt zum Krollen hier befohlen. Wie gesagt, ich habe die Kontrolle gerade abgegeben. Das ist jetzt gerade nicht mal mein Projekt. Jetzt ist gerade, ich hab's verloren. Versuchen wir mal den PlayStation, das hängst du dich damit rein. Ja. Oh, Enderman. Egal, ja, kann man den. Greif einfach mal an aus Prinzip. Nein, wir haben letztes Mal schon einen gehalten, der saß im Boot mit. Wir haben ja so ein Ruderboot. Also Enrico hat so ein Ruderboot und da saß der mit drin. Nee, da saß ein Zombie mit drin. Oder Zombie war mit drin. Ich hab auch keine Fackeln mit, ey. Fackeln sind überbewertet. Ey, Frostpulver! Hä? Was hast du? Frostpulver! Ist der weg, der Endermann? Ja, der ist schon lange weg. Ich höre immer mein Haus herum. Ja, und er versucht abzuhauen. Er weiß noch nicht, wohin. He is lost. Ich hab Schilder, ganz viele. Toll, dass du Schilder hast. Ja, überlegt. Hör auf, wenn man jetzt aus meinem Haus die Fackel zu klauen. Ich brauche unbedingt Eisen. Hm? Kannst du rundbauen. Ey, ich wurde einen Stein geklaut. Ernsthaft? Ja, der hat einen Stein geklaut. Achso, das Ding, ja. Ja, der. So, ich lasse euch da mal alleine, ne? Du machst mal weiter, hab ich gehört. Nein, alles gut. Muss ich jetzt hier Schüsse und darf mir hier irgendwas da entgegenspringen? Ich versuche hier nicht gerade. Keine Ahnung. Markus, pack das Ding wieder ein, da soll nichts entgegenspringen. Pack dein Taschenmesser wieder ein, dein Klappmesser. Pack die Badehose ein. Wo liegt er? Ich kann ja jetzt kein Fenster aufmachen nach letzter Woche. Naja, nee, also ich habe letzte Woche mein Fenster aufgemacht. Ich habe ja so ein Dachfenster, Dachgeschosswohnung. Und ich habe einen Vorhang davor hängen, damit die Sonne nicht so extrem reinscheint. Ich habe den Vorhang dann weggemacht und dann hing die Katze halt draußen. Die saß auch quasi schon mit allen vier Pfoten auf der Dachrinne. Ich habe die ja nur am Nacken festgehalten. Also die wollten mir das Dachfenster abbauen. Und dementsprechend musste ich natürlich das Dachfenster dann wieder zumachen. Ja, wir kriegen ja in einem Monat knapp kriegen wir eine neue Babykatze.
Also ein paar Wochen alt gerade mal. Also zwei, drei Monate alt dann, ja. Die wird dann immer, Markus, die wird dann genauso heißen wie die vom Thomas, vom Schäfer Thomas. Die heißt ja, die heißt Kimber, die Kleine. Anna! Dann haben wir hier erstmal drei Katzen rumwuseln. Ja. Wir hätten ja auch gerne eine, aber geht nicht. Warum geht das nicht? Weil wir im Haus, also ein Nachbar von uns hat uns gesagt, dass die Frau hatte nur Katzenhaarallergie, die hat gebeten, bitte keine Katze. Okay. Ja, das ist natürlich doof. Er hat gerade gesagt gehabt, dass die Nachbarin irgendwie Katzenhaarallergie hat oder sowas und dass deswegen keine Katzen gehalten werden dürfen. Also der hat uns drum gebeten, uns doch bitte, wenn wir ein Tier uns anschaffen, bitte keine Katze. Was hat eigentlich mit den Nachbarn zu tun? Kommt die mit euch bei euch in die Wohnung oder was? Aber gut, das kann auch sein in den Klamotten, ne? Wenn du die siehst, dann ist das wieder was anderes. Ja gut, das erklärt, ja. Weil Katzenhaare, die hängen überall an den Klamotten, das kannst du mal. Ja, also Nachbar oder ihr Nachbar hat ja auch die Katzen im Keller, weil der auch eine Katzenhaarallergie hat. Und damit er nicht an den Klamotten und überall rumhängt, müssen die halt im Keller bleiben. Ja. Ja, die könnten raus durch das Kellerfenster und so, da haben die Auslauf. Also wir sind täglich einmal da zum Füttern und der füttert die und der andere Nachbar füttert die. Also die kriegen eigentlich mehr oder weniger genug. Na, hier bei uns in der Gegend sind sowieso viele Freigänger. Wenn ich auf Arbeit gehe, sehe ich so oft früh immer Katzen rumrennen. Ist mal streicheln, mitnehmen, auf Arbeit. Ich wollte gerade sagen, wer hat den Pool gebaut, wo man nicht mehr rauskommt? Es ist kein Pool, da soll man angeln. Da soll man angeln. Das ist ein Angelteich. Ich hab schon geangelt, ja. Ich hab auch Angeln irgendwo noch im Inventar irgendwo. Ich hab Wasser drumherum. Irgendwann erweitern wir die Insel, dann ist da kein Wasser. Ich wollte sagen, was ist jetzt passiert? Die ersten 10.000 Folgen werden eh nur damit kommen, dass wir irgendwas bauen. Wenn wir den Monster-Spawner hier gefunden haben und hier nicht mehr viel spawnen, dann wird ja auch nicht irgendwie erweitert, dass wir dann wieder Leute vom Land rüberkommen. Ja, wir wollen ja keine immer uns die Insel zusammenbauen und dann eine Story irgendwie mit dabei und alles drum und dran. Und das ist, ja, jeder arbeitet dann irgendwas und sowas. Gucken, was wir dann in Zukunft machen. Das bleibt jetzt erstmal komplett offen. Machen, wie langweilig. Kriegt die Räder. Wir wollen ein bisschen was erkunden. Gibt ja irgendwie 5 Endbosse oder so. Ja, irgendwie gibt ja nicht mehr nur den Enderdrachen, ne? Ja. Ich wollte einfach mal. Aber es gibt ja, glaube ich, einen Film zum Storyboard, ne? Irgendwie dazu. Bei Netflix ist der, glaube ich, drin. Ja, es gibt einen Storyboard und einen Film drin. Story-Geschichte. Kannst du selber, wie du interagierst? Ja, ich will mir den irgendwie mal angucken, dann irgendwann. Story Mode. Ja, aber guck mal, du kannst das ja machen, wenn du dann so alles aufgebaut hast und wir bauen irgendwann mal einen Marktplatz mit dabei und alles. Na gut, das ist jetzt von deiner Idee geklaut. Ich würde ja mal interessieren, wie weit ihr mit dem mit der TV-Serie zum Fallout sind. Achso, ich bin ja nicht mal auf der Insel. Also meine Freundin baut ja auch noch in ihrer Welt und alles drum und dran. Ich habe gesagt, wenn immer mal eine zweite Playstation da ist und so, dann hängst du sich da bei uns mit rein. Cool. Was, deine Freundin ist ein Creeper? Wer weiß? Joined auf der Map. Zombie, zumindest morgens. Ja, du knurrst auch immer rum und so. Das ist wahre Liebe, Leute. Das ist wahre Liebe. Jawohl. Nix. Yvonne knurrt auch, wenn man sie richtig anfasst. Guck dir die Folge an. Da weiß ich genau, was wir quatschen. Wir lästern über dich. Wie haben wir es? Keine 20 Minuten. Guck mir deinen Scheiß nicht an. Ist mir auch egal, wer sich das anguckt, wer nicht. Das ist so wurscht, hätte ich gesagt. Ich mach's ja auch nur aus Just for Fun. Ich auch. Ich weiß, dass das nicht viele sind. Ist mir aber auch, wie gesagt, ziemlich egal. Die Unterhaltung hatte ich letztens mit Enrico. Wir haben ein Dama gefunden, das ist meins. Nimm mit als Haustier.
Was brauchst du? Ich brauche Heuballen. Du musst Heuballen finden. Du kannst jetzt nicht ein La... Ah, wo kann ich sagen, du kannst jetzt... Lama reiten. Natürlich kann ich ein Lama reiten, lass mich in Ruhe. Du kannst, wo kann ich sagen, ich kann, aber du kannst... Geh weg mit dem Steak, du kannst kein Lama mit dem Steak füttern. Das klappt auch, wenn ihr einfach drauf reitet. Ja, 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 weiß ich, haben wir schon gerade gemacht, das Lama gehört jetzt uns. Mein Lama. Das heißt Horst. Yvonne, wir haben es verstanden, dass du die Expertin für drauf reiten. Wir machen jetzt ein Gehege da rein, stellen wir ein Schild hin und da steht dann einfach Horst drauf. Kannst das Ding auch, wenn du Namensschilder findest, in Höhlen und sowas, kannst du die auch benennen, die Viecher. Ich habe 3 in meiner Kiste. Aber ich darf nur einen. Ja, wie gesagt, das heißt jetzt Horst. Aber du brauchst einen Namen. Du wirst angegriffen. Vielleicht nicht. Ohne Katzen. Ja. Gib mir dein Fleisch. Eigentlich brauche ich Eisenerz. Doch, du hast ein Skelett gefunden. Du hast da rechts ein Fleisch oder was? Oh, Mimimi. Veganer essen unserem Essen, Vegetarier essen unserem Essen das Essen weg. Was? Wie kommt man auf sowas? Bei einem der Deus Ex-Teile gab es sogar einen Erfolg, Pazifist. Wenn du das ganze Spiel durchgespielt hast, ohne eine tödliche Waffe zu verwenden. Ja, aber wenn man Tiere nicht essen darf, warum sind sie dann noch Steak, ne? Oh, nein. Hör auf, in irgendwelche tiefen Löcher zu fallen, das ist mein Part. Es gibt bei dem alten Minecraft-Projekt, da bin ich regelmäßig in solche Löcher gefallen. Ich habe immer alle gefunden. Sie fällt, du steckst. Das sagst du jetzt. Oder fällt. Na, wie hat der Typ bei Astro TV mal gesagt, Löcher sind dafür da, um zu stopfen. Ja, ja, da habt ihr's. Ich dachte, das geil, das Bild gerade. Wir haben ja die Tür mitten im Wald stehen. Da saß ein Fuchs davor. Meine Freundin macht einfach die Tür auf und der Fuchs geht durch. Hast du mal ein Schild gesehen, was ich daneben gesetzt habe? Ja, klar, habe ich schon gesehen. Das ist Kunst. Nein, aber das Bild gerade. Der Fuchs sitzt vor der Tür. Es ist mein Platz. Ich muss die Tür aufmachen, damit er weiterkommt. Oh. Ah. Ich kann nicht schlafen, ich bin nicht bei euch. Tür auf, Katze zu, Katze wieder raus. So, du hast schon noch Kohle? Kohle. Ich glaube, ich habe aber noch Holzkohle im Ofen. Ey, Klaus! Ey, halt schon, du sollst da bleiben. Hm? Ist der Bruder von Joko? Nee, der. Kohle. Du hast keine Holzkohle, das ist normale Kohle. Joko und Glas. So. Hm? Alle mindestens sein müssen, dass es weitergeht. Alle ins Bett, meinetwegen auch miteinander. Ich hab gesagt, ich bin nicht in der Nähe, ich kann nicht ins Bett. Nein, da kann ich ins Bett, weil er hier in der Nähe ist. Ist Rico auch da jetzt, oder? Nein, ich bin nicht im Dorf. Was machst du denn schon wieder? Ich bin in einem anderen Dorf. Ich und was machst du da? Dorf suchen. Eisen suchen. Ich war gerade mal kurz.